Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Ellie. Wer mich nicht... Nee, das war falsch. Oh Gott, ich war schon lange nicht mehr hier. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Ich war eine Weile weg. Ihr kennt mich vielleicht gar nicht mehr, wer weiß. Aber wer mir auf Instagram und Co. Folgt, hat auch gesehen, ich habe einen Pony gerade. Wenn ich keine Haare färben kann, weil meine Haare sonst abfallen, schneide ich sie mir halt. Aber es ist heute endlich soweit. Wir werden mein Make-up aussortieren, denn mein Studio zieht um. Und das dachte ich, ist ein perfekter Grund, einfach mal mein Make-up auszusortieren. Letztes Mal haben wir mehrere Teile gebraucht dafür. Wenn ich mich hier so umgucke, glaube ich, dass es dieses Mal auch so sein wird. Bevor wir anfangen, zwei Disclaimer. Ich weiß, ich habe sehr viel Make-up und das hat sich alles über die Jahre angesammelt. Ich habe seit 10 plus Jahren diesen Job, also schon wirklich sehr, sehr lange. Und ich habe auch sehr viel Make-up gereviewt, getestet für euch und so weiter. Deswegen hat sich sehr viel angehäuft. Das soll jetzt auch ein bisschen weniger werden. Deswegen gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, das wird auch klappen. Zweiter Disclaimer. Ich habe letztes Mal ein Gewinnspiel draus gemacht und es hat euch sehr gut gefallen. Deswegen werde ich das dieses Mal wieder machen. Das heißt, Produkte, die ich aussortiere, die ich vielleicht nur ein, zwei Mal benutzt habe oder die eben noch in einem guten Zustand sind, die werde ich verlosen an euch. Das heißt, es wird einfach nur random Giveaway-Pakete geben. Ganz, ganz wichtig, wie gesagt, zu wissen ist, dass die Sachen dann nicht alle unbedingt neu sein werden. Das heißt, wenn euch das stört, es wird genug Giveaways auf meinem Instagram und so zum Beispiel auch geben, wo ihr definitiv auch neue Produkte gewinnen könnt. Aber in dem Fall ist es jetzt einfach, sind Sachen, die ich eben getestet habe für ein Video mal, aber dann einfach nicht behalten will jetzt, weil ich sie nicht mehr brauche, weil ich zu viel habe. Offensichtlich. Also jeder, der darauf Bock hat, kann gerne mitmachen und zwar müsst ihr mir einfach nur einen Kommentar oder dieses Video schreiben. Am besten mit eurem Twitter- oder Instagram-Namen, damit ich euch kontaktieren kann. Ich werde euch auch hier kontaktieren auf YouTube, wenn ihr gewinnt. Aber ganz wichtig, es gibt super viele Fake-Seiten und so weiter, die dann auf Telegram oder mit irgendwelchen Fake-YouTube-Accounts auf Kommentare antworten und sagen, dass man gewonnen hat. Das wird nicht der Fall sein. Es wird immer nur von meinem offiziellen Profil, das ihr kennt, kommen. Also klickt immer drauf, schaut, ob es wirklich das richtige Profil ist, weil da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viel Fake-Zeug. Ich werde euch auch niemals nach irgendwelchen Zahlungen fragen. Ich werde euch niemals nach irgendwas außer eben euren Namen und Adresse fragen, um das Paket zu verschicken. Ansonsten müsst ihr gar nichts machen. Alle weiteren Infos fürs Gewinnspiel schreibe ich in die Infobox, also schaut da nochmal vorbei, um es nochmal nachzulesen. Okay Leute, wir haben sehr, sehr viel vor uns. Das heißt, ich würde sagen, wir legen los. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr die weiteren Teile sehen wollt, es wird sicherlich mehrere Teile geben, dann abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Außerdem wird es diese Giveaways in jedem Video geben. Das heißt, wenn ihr in jedem Video kommentiert, habt ihr natürlich doppelt und dreifach Chancen. Und ich würde sagen, wir fangen an bei der ersten Kategorie. Soll ich direkt mit Primer anfangen, weil die vor mir liegen? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir kippen einfach alles auf meine tolle Tortilla-Decke. Oh Gott. Primer. Das ist Setting Spray. Das ist kein Primer. Warum ist hier Setting Spray drin? Hä? Ich bin umgefallen. Okay, direkt am Anfang so ein bisschen Fail, aber wir gehen jetzt alles mal durch. Es wird übrigens überall ein paar Mini-Reviews geben für euch. Also macht euch einen Tee, holt euch Kekse oder sonst irgendwas, vielleicht auch, keine Ahnung, eine Pizza. Und dann legen wir los. Ich habe hier einmal komplett zu noch Bare With Me Daily Moisturizing Primer. Habe ich nie benutzt. Ist noch komplett zu. Sieht der denn gut aus? Eigentlich schon. Ich habe da noch einen. Ich kann mich nicht an den erinnern, aber das sieht eigentlich echt gut aus. Das heißt, den hier gebe ich schon mal in die Giveaway-Box. Der ist nämlich neu. Und ich glaube, der ist auch noch nicht so alt. Das heißt, ich werde den hier auf jeden Fall auch behalten. Dann haben wir hier ein ganz beliebtes Ding. Tatcha The Silk Canvas. Das ist sehr beliebt gewesen. Ich kriege es gar nicht auf. Ah, das dreht man. Wer hat denn das gemacht? Ich habe den erst ein, zwei Mal ausprobiert. Das heißt, ich werde den, glaube ich, wirklich noch behalten. Aber mein erster Eindruck war jetzt nicht so grandios. Aber ich werde ihn auf jeden Fall nochmal testen, weil der war ultra teuer. Okay, hier haben wir... Oh, das ist ein Highlighter. Dann haben wir den Essence Protecting Skin Perfecting Primer. Den mochte ich ganz gerne. Ich glaube, der bleibt bei mir. Rare Beauty Illuminating Base Primer. Ich bin kein Fan von Illuminating Primern. Ich habe hier noch einen. Pore Diffusing Primer. Den würde ich behalten und den hier werde ich tatsächlich weggeben, weil ich einfach Illuminating Base nicht so geil finde bei meiner Haut. Wow, das ist alt. Ich habe hier den Soft Matte Pro Filter Primer von Fenty Beauty. Der ist doch bestimmt schon 5 Jahre alt. Aber der riecht noch voll gut. Boah, der riecht noch richtig gut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich probiere den nochmal. Vielleicht ist er ja echt noch gut. Nach so vielen Jahren, weiß ich nicht. Was steht da drauf? 12 Monate. Ich weiß jetzt schon, dass ein großes Problem sein wird, Sachen wegzuschmeißen. Ich hasse es. Aber ich habe hier den Born to Glow Liquid Illuminator. Ich glaube, den gebe ich aus dem gleichen Grund weg, weil ich einfach sowas nicht so gern mag. Dann haben wir Benefit The Porefessional Hydrate Primer. Fand ich ganz nice. Das heißt, den werde ich behalten. Den normalen Porefessional werde ich Nico geben. Der freut sich immer darüber. Der Nico. Fang. Safe. Gut gemacht. Und ich habe hier noch Professional Matte Rescue. Und ich kann mich nicht daran erinnern, den getestet zu haben. Ich glaube, dass ich ihn mal benutzt habe, aber nicht so aktiv getestet habe. Ich glaube, den behalte ich auch noch.
Dann habe ich hier den By Terry Hyaluronic Hydra Primer. Eigentlich sehr, sehr gut, aber benutze ich irgendwie nicht. Irgendwie greife ich nicht dazu. Das heißt, der kommt hier rein. Smashbox Photo Finish Smooth and Blur Primer werde ich behalten. Den mag ich ganz gerne. Ich habe hier noch so einen kleinen davon. Keine Ahnung. Die hier sind tatsächlich sehr, sehr nice. Ich habe die Sachen schon so lange, ich muss, glaube ich, wirklich viele Sachen wegschmeißen, einfach weil sie alt sind. Aber das ist der Maybelline Master Prime und ich werde den blauen behalten. Das ist der Hydrating Primer, den mag ich sehr gerne. Ich brauche den gelben nicht unbedingt, deswegen kommt er weg. Das riecht immer noch nach irgendwie so Knete. Dann habe ich hier den Ofra Primer und den habe ich noch nie aufgemacht. Das ist noch komplett neu. Das ist aber auch ein Illuminating Primer und ich glaube... kann da raus. Hilfe, Hilfe. Wisst ihr was? Der bleibt einfach zu. Kommt in die Giveaway-Box. Dann habe ich hier den NYX Marshmallow Primer. Habe ich nie ausprobiert, obwohl ich ihn eigentlich unbedingt ausprobieren wollte. Das heißt, den werde ich jetzt auch in meine neue Kollektion geben und hoffentlich ihn auch bald ausprobieren. Color Correcting Liquid Primer habe ich noch von NYX. Der ist sehr, sehr gut. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Den All Nighter Long Wear Foundation Grip Primer. Ich mag den, aber ich mag den anderen, glaube ich, lieber. Ach nee, falsch rum. Das ist der Glow Primer. Das ist der normale Face Primer. Den werde ich behalten. Glow Primer. Kommt weg. Dann habe ich hier den Elf Portals Putty Primer, war auch sehr, sehr gehypt. Sollte ein Dupe zu dem hier sein. Habe ich einmal benutzt, nicht so geil gefunden, deswegen weg damit. Ich weiß, dass viele den lieben, das heißt, irgendjemand wird sich sehr darüber freuen. Das war einer meiner ersten Primer, die ich je hatte, der Guerlain Meteorite Base Primer. Den muss ich wegschmeißen, Leute. Der ist criminally old. Offensive. Oh, aber der sieht so hübsch aus mit den Kugeln. Ich möchte eigentlich nicht, aber... bye. Dann habe ich hier NYX First Base Primer Spray. Benutze ich auch irgendwie nicht, obwohl es echt ganz gut ist. Und The Ordinary High Adhere Silicone Primer. Irgendwie habe ich den nie benutzt und ich glaube, es ist Zeit, ihn loszuwerden. Es wird einfach nicht benutzt. Ich gebe mir Mühe, ein bisschen strikter zu sein, okay? Hourglass Veil Mineral Primer. Habe ich den getestet? Ja. Ich erinnere mich nicht. Das heißt, ich werde den, glaube ich, nochmal testen, weil irgendwie finde ich die Verpackung ganz sexy. Dann benutze ich sie nämlich eher. Dann habe ich hier so eine Face Milk von Fourth Ray Beauty und die ist komplett eingetrocknet. Die hat ihre besten Tage hinter sich. Die fließt nicht mehr. Also, da geht nichts mehr. Ich glaube, die muss weggeschmissen werden. Dann habe ich hier so eine Mini-Probe von dem Smashbox Primer. Das kann weggeschmissen werden. Ich habe einen meiner absoluten Lieblingsprimer von Dominique Cosmetics. Ultra Hydrating Complexion Primer. Einer meiner absoluten Lieblinge habe ich sogar mehrmals nachgekauft. Der hier ist aber schon sehr, sehr alt. Aber ich habe hier noch einen neuen. Das heißt... der hier, weg damit. Und der hier kommt auf jeden Fall in meine Kollektion. Ich glaube, der Hello Good Stuff Primer ist auch schon ein bisschen zu alt. Wobei, so alt ist er, glaube ich, gar nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle, den jemandem zu geben, weil ich mir nicht sicher bin. Das heißt, ich glaube, ich schmeiße ihn weg. Dominique Cosmetics Blur & Moisture Serum Primer habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich den anderen mehr mögen werde. Deswegen kommt der in die Verlosungsbox. Angel Veil von NYX ist auf jeden Fall auch ein Klassiker, aber sehr alt. Weg damit. Dann habe ich hier noch einen Illuminating Primer, ihr wisst schon. Und den Hydro Touch von NYX werde ich auf jeden Fall behalten. Den mag ich sehr, sehr gerne. Okay, das ist das Aussortier-Endergebnis. Ich finde, das habe ich schon mal ganz gut gemacht für die erste Runde, oder Nico? Was sagst du? Fantastisch. Ja, oder? Ich finde, das ist noch in Ordnung. Das heißt, Primer sind abgeschlossen. Wir gehen weiter zu Foundation. Wo ist denn Foundation? Hier. Wie mache ich das jetzt am besten? Wir lieben Lebensmittel. Tada! Okay, wo fange ich an? Hier sind so viele uralte Foundations drin, da muss ich auf jeden Fall einiges wegschmeißen. Ich habe hier zweimal Milani Conceal & Perfect. Einen schmeiße ich auf jeden Fall weg, der ist schon länger offen. Das heißt, tschüss. Und hier habe ich einen, den werde ich auf jeden Fall behalten. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Dann habe ich hier die Too Faced Born This Way Foundation. Die habe ich schon locker 5 Jahre. Ich glaube, es ist Zeit, mich von ihr zu trennen. Kann ich auch keinem von euch mehr antun. Okay, ich bin echt überfordert. Hier ist so viel Make-up. Was ist das? Amazonian Clay. Ich mochte die, aber die hat auf meiner Haut nicht gehalten. Das heißt, wenn jemand vielleicht keine fettige Haut hat oder so, könnte das echt ganz nice sein. Das heißt, ich werde die, glaube ich, weggeben.
Was ich auf gar keinen Fall weggebe, ist die Urban Decay Hydromaniac. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfoundations. Wirklich, ich habe 3 Stück davon. Ich liebe diese Foundation. Ich finde die so toll. Die sieht gerade auf Bildern und so so geil aus. Wenn ich so ein Fotoshooting mache oder so, dann habe ich meistens die hier drauf, weil die so schön aussieht. Gerade in so High Definition Photo Photography und sowas sieht die so geil aus. Das heißt, die hier bleibt bei mir. Ganz, 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 ganz dringend. Dann habe ich hier die Luminous Silk Foundation. Ist auch schon wahrscheinlich 7 Jahre alt oder so. Das heißt, die muss auch gehen. Ich habe hier einige, die noch verpackt sind. Soll ich mir die mal anschauen? Gott im Himmel, das sind so viele. Rare Beauty Tinted Moisturizer. Ich habe ein großes Problem mit meinem Rare Beauty Tinted Moisturizer. Und zwar, dass der ausläuft. Aber ich mag ihn dafür sehr gerne. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Farbe ich habe bei mir. Aber die reicht mir. Das heißt, die hier werde ich weggeben. Das ist die Hello Happy Flawless Foundation von Benefit. Irgendwie catcht die mich nicht. Ich weiß gar nicht warum, weil die Verpackung ist eigentlich echt süß. Aber da die jetzt noch komplett zu ist, werde ich die, glaube ich, weggeben. Ich habe hier Farben 1 und 3. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Foundations regeln werde mit weggeben, aber wir gucken einfach mal. Vielleicht könnt ihr mir, falls ihr einen Kommentar schreibt oder so und eine Foundation haben wollen würdet, auch mal schreiben, was ungefähr eure Farben sind, so in anderen Foundations. Da kann ich es ein bisschen abgleichen. Dann habe ich hier die By Terry Hyaluronic Hydra Foundation. Ist eigentlich eine mega, mega gute Foundation, aber ich benutze sie irgendwie nicht. Also die hier ist noch komplett zu. Ich habe auch ein paar schon benutzt gehabt, aber irgendwie sie sich abgesetzt? Nein, hat sie nicht. Die sieht noch gut aus. Das heißt, die werde ich auch in die Giveaway-Box stecken. Dann habe ich hier Zoeva Authentic Skin. Die ist auch noch komplett zu. Ich habe die, ich mag die eigentlich auch ganz gerne, aber das ist nicht meine Farbe. Das heißt, kommt auch in die Verlosungsbox. Dann habe ich hier die Air Stick Foundation von Benefit. Ist noch komplett neu. Ist auf jeden Fall nicht meine Farbe, deswegen gebe ich die auch weg. Das schmeiße ich jetzt weg, komm. NYX Total Control Drop. Boah, die ist doch schon alt. Ja, die ist auch ausgelaufen. Leute, das ist zu viel. Das ist zu viel des Guten. Die ist überall ausgelaufen. Nein, auf die Verpackung. 20W. Ist eigentlich eine gute Farbe. Die ist auf jeden Fall heller als die, die ich habe gerade. Das heißt, die werde ich jetzt behalten. Das ist die Rare Beauty Foundation. Die hier werde ich behalten für mich. Die andere ist, wie gesagt, da drin. Und dann habe ich noch eine komplett neue Amazonian Clay von Tarte. Die werde ich auch direkt hier reinpacken. Diese Foundation hier habe ich geliebt. Das war eine meiner absoluten Lieblinge. Das ist die LC Micro Silk Foundation. Wirklich eine wahnsinnig tolle Foundation. Sah so schön und super fein auf der Haut aus. Aber ist sehr, sehr, sehr alt. Das heißt, die... Es tut mir wirklich weh, aber die muss weg. Dann habe ich hier 3 Foundations von Morphe. Die Filter Effect Soft Focus Foundation. Ich habe die ausprobiert, das weiß ich, weil man sieht. Irgendwie catcht mich die Verpackung an sich nicht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht zu ihr greifen, obwohl sie eigentlich ganz nice ist. Deswegen werde ich sie in meine Kiste packen für euch. Dann habe ich die TLM Foundation Color Changing All Day Flawless. Das habe ich einmal für ein Video getestet und dann nie wieder. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich schmeiße sie weg. Die habe ich nämlich, bevor ich sie getestet habe, schon locker 2 Jahre gehabt. Und das heißt, es ist, glaube ich, Zeit. Dann habe ich als nächstes die L'Oreal Age Perfect Foundation. Habe ich ein paar Mal benutzt. Die ist auch wirklich gut, aber ich greife nicht dazu. Ich greife halt sehr viel auch zu Cruelty Free und da ist sie halt auch raus leider. Und da ich super, super viele gute Foundations habe, die ich auf jeden Fall öfter benutze, werde ich die erstmal weggeben. Ich habe jetzt 2 Drop Foundations, einmal Catrice HD Liquid Coverage und Morphe 2. Die sind beide schon ein bisschen abgesetzt und komisch. Drop Foundations halten irgendwie einfach nicht so richtig. Auch wenn man die schüttelt, die sehen einfach irgendwie nicht mehr so aus, wie sie sollten. Deswegen kommen die weg. Die Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream von Essence habe ich schon so lange nicht mehr benutzt. Die ist auch von dieser Hello Good Stuff Reihe. Mann, die riecht eigentlich noch gut. Ich weiß nicht, wie lange die offen ist, aber bestimmt mehr als 6 Monate, wie es da steht. Also. Dann habe ich die Maybelline Dream Urban Cover Full Coverage Foundation SPF 15. Ich erinnere mich nicht daran, die benutzt zu haben. Habe ich die benutzt? Sieht komplett neu aus. Das heißt, die werde ich weggeben. Das macht mehr Sinn. Dann habe ich den Smashbox Halo Tinted Moisturizer. Den gebe ich erstmal an Nico, der wollte unbedingt den Tinted Moisturizer haben. Der soll den mal ausprobieren. Und Got to be Sheer Me Up Foundation. Die habe ich, seitdem ich sie einmal getestet habe, nie wieder benutzt. Das heißt, hier habe ich was Interessantes, die She Glam Foundation. Ja, das ist von Shein, die Make-up-Marke. Habe ich vor Ewigkeiten mal ein Video dazu gemacht. War eigentlich ganz nett. Von der Qualität her eigentlich gut und ich glaube auch, dass die noch gut ist. Also die sieht auch gut aus. Ich werde es nochmal testen, bevor ich sie wegschicke, aber ich glaube, die kommt hier rein. Das sind 2 Deckel, ich weiß nicht. Das ist Rare Beauty? Ich denke, ein Setting Spray, glaube ich. Ich habe noch fast nichts behalten, Leute. Die werde ich behalten. Das ist die Kat von die... Nee, wie heißt denn das jetzt?
anders. KVD Beauty, die Good Apple Foundation, die ist richtig geil, wenn es wirklich mal hardcore sein muss, wenn irgendwas richtig dringend abgedeckt werden muss. Deswegen, die bleibt da. Genau aus dem gleichen Grund bleibt meine absolute Lieblingsfoundation, die Revlon Color Stay für Combination Oily Skin. Ist wirklich eine wahnsinnig gute Foundation, gerade wenn man Deckkraft braucht, aber die sieht auch auf der Haut super schön aus. Man muss auch nicht super viel davon auftragen. Also das ist eine der besten Foundations, wenn ihr mich fragt. Was ich auf gar keinen Fall hergeben werde, ist die Fresh and Fit von Essence. Aber ich habe hier eine Farbe, die eigentlich zu dunkel für mich ist. Das heißt, die ist auch noch komplett neu. Die gebe ich weg. Und die hier bleibt bei mir. Ich liebe die. Das ist meine Lieblingsdrogerie-Foundation. Auf jeden Fall. Ich darf es nicht zu laut sagen. Die werden immer sofort aus dem Sortiment genommen. Aber gut. Dann habe ich hier Juvia's Place. Das ist eine so krass deckende Foundation. Das heißt, die werde ich auch behalten für den Fall, dass ich es brauche. Dass ich mal was richtig krasses brauche eben. Und vielleicht nicht die andere Kat von die benutzen will. Ich habe hier eine NYX CC Cream, die ist viel zu alt. Und eine Herborian CC Red Correct. Das ist sehr interessant. Ich glaube, dass ich die auch mal Nico geben werde. Da gibt es noch eine Foundation dazu, die so viele Leute lieben. Bei mir hält das nicht so richtig auf der Haut. Also vielleicht mittlerweile doch, aber es ist echt schade drum, die hier so verkümmern zu lassen. Deswegen gebe ich die weg. Die ist richtig gut und die hier gebe ich mal Nico. Warum nicht? Nee, warte mal. Die gebe ich nicht Nico. Das ist nicht für Nico. Ich glaube, die werde ich selber ausprobieren. Das ist interessant nämlich, weil ich habe sehr viele Rötungen. Das heißt, vielleicht ist das eine gute Option. Meine eigentliche Lieblingsfoundation aus der Drogerie. NYX, I'm looking at you and I'm really mad. Das ist der Bare With Me Tinted Skin Veil und ach, es ist so gut. Und soweit ich weiß, wurde das aus dem Sortiment genommen, was ich ziemlich frech finde. Bleibt bei mir. Bis zum letzten Atemzug. Oh, noch eine Born This Way Foundation. Ich habe hier noch eine NYX Bare With Me in ultra, ultra hell. Ich glaube, die werde ich behalten. Einfach, falls die andere leer geht. Und dann mische ich die mit irgendwas, was zu dunkel ist, damit ich sie immer noch benutzen kann. Nabla Skin Realist. Eigentlich eine sehr gute Foundation. Das ist jetzt sowieso nicht wirklich meine Farbe. Das heißt, die gebe ich weg. Ich weiß noch, dass ich eine andere davon habe, aber die ist nicht hier. Die werde ich weggeben. Ich habe die, glaube ich, nur mal... Habe ich die schon mal benutzt? Vielleicht so einmal zum Mischen oder so. Aber die ist wirklich eigentlich sehr gut, aber die ist zu dunkel. Sephora. Yo, die ist noch komplett zu. Werde ich jemals dazu kommen, die zu testen? Wahrscheinlich nicht. Dann habe ich hier die Elf Flawless Satin Foundation. Ich greife dazu nicht. Es tut mir leid, ich greife dazu einfach nicht. Die hier ist, glaube ich, schon zu alt. Das ist die zu Eva Authentic Skin. Die mochte ich ganz gerne. Ich habe die auch öfter benutzt, aber ich glaube, die muss wirklich gehen. Ich glaube, die habe ich schon sehr, sehr lang. In beiden Farben. Die hat, glaube ich, ihre besten Tage auch schon gesehen. Das war die Stay Naked von Urban Decay. Mochte ich, aber ich mochte die andere viel, viel lieber. Deswegen würde ich die sowieso nicht wirklich benutzen, weil ich die andere viel lieber mag. Und die ist auch zu alt, um sie wegzugeben. Das heißt, der Mülleimer fühlt sich schneller als meine eigentliche Behaltenbox. Okay, ich habe hier die Rare Beauty Foundation. Ich habe die schon so lange nicht mehr benutzt, aber ich würde eigentlich gerne wieder benutzen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Farbe ist, aber es ist die einzige, die ich sehe. Das heißt, die werde ich behalten. Stay All Day 16 Hour Essence Foundation. Ja, schadet nicht, die zu haben, würde ich sagen. Tarte Double Duty, die ist auch schon sehr, sehr alt. Ich habe auch die Shape Tape Hydrating Foundation. Also das sind diese Shape Tape Foundations. Ich glaube, die muss ich wegschmeißen. Die sind wirklich, wirklich alt. Oh mein Gott. Das ist echt, das tut weh, Leute. Heute ist echt schlimm. Das ist auch alt. Scheiße. Das ist die Dior Forever. Und die ist auch eine meiner ersten Foundations hier drin, von dieser Box hier, glaube ich. Das heißt, oh, es tut mir so leid. Ah, ich habe hier noch eine Fresh and Fit gefunden. Den gebe ich doch direkt mal da rein. Ich nehme meine Aussage zurück. Das ist die älteste Foundation, die ich hier habe. Das ist die The Ordinary Coverage Foundation. So eine gute Foundation. Ich habe die Ewigkeiten als Lieblingsfoundation benutzt. Aber das muss ich wegschmeißen. Ich habe letztens noch Laura gequält damit bei, ich glaube, Make-Up Jenga oder so. Ich muss die einfach wegschmeißen. Es geht nicht mehr. Ich habe hier nochmal NYX Total Control Drops. Wie gesagt, ich glaube, die habe ich zu den Face Awards bekommen. Das ist ja Ewigkeiten her. Auch sehr, sehr spannend ist die IT Cosmetics CC Cream. Aber ich benutze sie einfach nicht. Gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Laura die gefallen würde zum Beispiel. Ich packe die auf jeden Fall hier rein. Das bringt mir nichts. Die ist super toll, aber nicht bei mir irgendwie. Also ich... Die war auch bei mir toll eigentlich, aber ich benutze sie einfach nicht. Das ist einfach schade. Dann haben wir hier die Got To Be Oh My New. Die war eigentlich ganz nice, aber ich greife dazu auch nicht. Bei Foundations bin ich jetzt echt gerade knallhart. Wow. Trended Up Sheer Nude. Eine ganz gute Foundation, aber viel zu alt. Wirklich viel zu alt. Hier habe ich Shape Tape Cloud Coverage. Ich glaube, die habe ich relativ neu reinbekommen. Die habe ich aber noch nicht getestet, soweit ich weiß. Nee, die werde ich auf jeden Fall behalten und nochmal testen, weil ich kann mich nicht daran erinnern, die getestet zu haben. Dann habe ich hier zweimal Make-Up Mecca. Irgendwie greife ich da auch nicht zu. Ich weiß nicht warum. Das sind eigentlich auch gute Produkte. Ich habe jetzt nichts, was super schlecht ist, außer ich sage euch, dass schlecht ist, weil das sonst hätte ich wahrscheinlich schon längst irgendwie weggeschmissen oder so. Aber ich greife nicht dazu. Oh, ah, das
heiß. Weg damit. Das ist auch meine Hello Happy Foundation von Benefit. Dann so ein Stick von Revolution. Ich benutze einfach keine Foundation Sticks. Habe ich bemerkt in letzter Zeit. Das heißt, die kommt auch weg. NYX Born to Glow, auch einer meiner absoluten Lieblinge aus der Drogerie momentan. Ich glaube, dass es die auch schon nicht mehr so regulär gibt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Kann sein, dass ich mich täusche und einfach nur ein bisschen paranoid bin. Aus gutem Grund. Gerade bei Foundation ist es so schwierig für mich, irgendwie einen Favoriten zu finden. Aber die werde ich auf gar keinen Fall weggeben. Ich liebe die. Die hier muss ich, glaube ich, auch wegschmeißen. Die hat sich schon so ganz eklig geseparated. Sieht man das? Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Wahrscheinlich nicht. Es ist zu hell. Aber die sieht so ganz, ganz komisch aus. Das ist die Estee Lauder Futurist Hydra Rescue. Und ich glaube, die habe ich vor 5 Jahren oder so gekauft. Also... ich bin echt jemand, der Sachen eigentlich erst wegschmeißt, wenn sie wirklich super komisch sich verhalten oder so. Finde ich auch in Ordnung eigentlich. Aber das hat sich komisch verhalten. Becca Zero Foundation. Die durchsichtige Foundation ist eigentlich nur ein glorifizierter Primer, wenn ihr mich fragt. Ich werde die weggeben. Irgendjemand freut sich bestimmt, die auszuprobieren. Immerhin kann ich ja nichts falsch machen mit der Farbe. Oh nein, mein T-Shirt ist jetzt schon dreckig. Okay, wir sind fast durch. Ich habe jetzt hier noch La Manufacture, die Foundation und noch ein Kit, was aber das alte Kit ist, glaube ich. Das ist eine wahnsinnig tolle Foundation. Ich liebe die wirklich. Ich finde die richtig, richtig nice. Ich weiß nicht, gibt es die noch? Haben die sich irgendwie verpuffert oder so? Gibt es die noch? Ich hoffe, weil die Textur von der Foundation ist wirklich toll. Ich werde da mal eine neue mischen, weil die, die geschlossen sind, die müsste eigentlich noch gehen. Aber die, die ich schon gemischt habe, muss ich wegschmeißen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach das ganze Ding und mache das hier rein. Und dann habe ich jetzt hier noch von Florasis, diese Cushion Foundation. Und ich habe die, seitdem ich sie getestet habe, nie wieder benutzt. Obwohl die echt, echt nice war. Ich habe hier sogar noch so ein Refill. Ich weiß gar nicht, steht hier drauf, bis wann man die benutzen kann? 2023? Kann das sein? Geht ja noch. Ich glaube, die werde ich noch behalten. Ein bisschen Sentimental Value auch. Ich finde die nämlich eigentlich echt nice. Ich glaube, mit diesem Cushion-Ding komme ich nicht so gut klar. Ich gebe mir noch mal eine Chance in meiner Kollektion. Und dann haben wir hier noch 4 Deckel. 5. 5 Deckel. Oh, das ist die Dior Foundation. Ja gut, die brauche ich anscheinend nicht mehr. Ich behalte sie mal noch, falls sie zu irgendeinem Setting Spray gehören. Okay, Leute, also wenn das mal nicht ultra krass war, also richtig, richtig viel habe ich jetzt los. Das ist beängstigend irgendwie. Wow. Da ist fast nichts mehr drin. Wenn man das hier jetzt ignoriert, ist es eigentlich nur eine Foundation. Im Vergleich zu was ich vorher hatte, ist das gar nichts. Next. Okay, Leute, ich würde sagen, Concealer ist der nächste Stopp. Da haben wir auch viel vor. Ich habe das Gefühl, das wird da so ähnlich laufen wie bei den Foundations, aber nicht ganz so schlimm. Och, ich muss mal nicht auf meinen Beinen sitzen. Macht ihr das auch immer? Ich sitze immer so richtig schlimm da. Ha, meine Füße. Wir fangen einfach irgendwo an, oder? Ich habe hier den Rare Beauty Concealer in 2, 3 Farben. 4. Warum habe ich denn so viele Farben? Da muss ich mich mal durchtesten. Ich weiß nicht, welche die richtige Farbe ist, ehrlich gesagt. Der ist ziemlich gut. Ziemlich nice. Okay, wisst ihr was? Die 2 helleren, ich glaube, dass die mir zu hell waren, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen gebe ich die jetzt. Nein. Tschüss. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll gerade. Ich habe hier so kleine Concealer von The Body Shop. Ich glaube, die habe ich noch nie benutzt. Das heißt, ich gebe die jetzt einfach weg. Das bringt ja nichts. Ich werde übrigens alle Sachen auch nochmal nachgucken. Wenn irgendwas super, super alt ist, dann werde ich das nicht euch geben, sondern dann doch nochmal, wenn es irgendwie 5 Jahre alt ist oder so, dann doch nochmal wegschmeißen. Aber... wir hoffen auf das Beste. Ich habe hier einen komplett geschlossenen Shape Tape noch. Das ist cool, das behalte ich. Was ich weggeben werde, glaube ich, ist der Nabla Close-Up Stay Full Smooth Concealer. Ich mag den eigentlich, aber ich benutze ihn nicht, weil ich benutze dann eher den Shape Tape. Und er erinnert mich nämlich sehr an Shape Tape von der Verpackung her, was, glaube ich, auch Absicht ist. Deswegen nehme ich eher Shape Tape, also weg damit. Der ist sehr alt. Essence Skin Loving Sensitive Concealer. Bringt nichts. Ein Concealer, den ich sehr, sehr mag, ist der NYX Born to Glow Concealer. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Flugzeug davon. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Auf jeden Fall verschiedene Farben, die ich nicht alle brauche. Jetzt gucke ich mal kurz. Der hier sieht viel zu hell aus. Wenn ihr also super hell seid, vielleicht kann ich ihn euch geben. Ich habe hier einen. Was ist das für eine Farbe? Die ist gut. Ich glaube, ich werde jetzt mal Fair und Vanilla behalten. Und dann die dunklere und die hellere und vor allen Dingen auch die geschlossene, die jetzt noch zu ist. Also die zwei sind noch komplett zu. Die werde ich weggeben. Sehr, sehr alter Fit Me Concealer. Kann weg. Auch ein sehr, sehr alter Maybelline Löscher Concealer. Kann weg. NYX Gotcha Covered Concealer Pencil. Ich glaube, den habe ich beim letzten Mal aussortieren schon nicht benutzt. Aber ich mag solche eigentlich, um so Pickel abzudecken und so. Und ich möchte eigentlich ganz gerne damit anfangen. Ich gebe mir noch eine Chance, komm. Der ist aber sehr, sehr alt. Das ist der Alverde Contouring and Cover Stick. Der kann weg. Dann haben wir meinen besagten Shape Tip Concealer, der bleibt bei mir auf jeden Fall. L'Oreal Infallible. Infallible Concealer?
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, den behalte ich. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Okay, Sleek Life Proof habe ich vielleicht ein, zwei Mal benutzt und dann irgendwie nie wieder. Und Elf Concealer, viel zu hell. Viel zu hell. Dann habe ich hier einen Concealer von Got2be, habe ich auch seit dem Video nie wieder benutzt. Radiance Reveal Concealer von Bourjois. Eigentlich eine sehr gute Marke. Riecht auch noch gut, aber ich benutze ihn nicht, das heißt, der kommt weg. Milani Concealer in Perfect ist ein sehr, sehr guter Concealer. Allerdings ist der, glaube ich, sehr hell. Ah, wobei, boah, da riecht einfach nach Paint. Aber so ist zum Beispiel auch die Revlon Colorstay Foundation und die ist einfach klasse. Oh nein, ich habe überall Flecken jetzt, Leute. Egal, wir behalten den. Oh, ich habe hier noch Born to Glow gefunden. Noch heller und noch ein bisschen dunkler. Komm auch da rein. Dann habe ich den weißen Concealer von Morphe. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Allein schon fürs Booktober ist das sehr, sehr cool zu haben. Und mein MAC Pro Longwear Concealer. Das war ganz, ganz früher am Anfang von YouTube-Zeiten mein absoluter Lieblingsconcealer. Den werde ich auch behalten. Der ist auch noch relativ neu. Nicht neu, aber vielleicht weniger als 5 Jahre alt. Oh, da habe ich noch eine andere Farbe dran. Machen wir auch direkt rein. NARS Radiant Creamy Concealer. Ist ganz gut, aber viel zu alt. Wirklich viel zu alt. Der kommt weg. Und das hier kommt auch weg. Dann habe ich hier einen Jouer Concealer. Eigentlich auch ganz nice, aber benutze ich einfach gar nicht. Genau wie den Juvia's Place Concealer, weil der einfach viel zu hell ist. Einer der bestdeckendsten Concealer, die ich habe, sind die Huda Beauty Concealer, diese Coverage Concealer. Overachiever Concealer meine ich. Die sind wahnsinnig gut. Ich habe hier so viele Farben davon. Der eine ist aber viel zu hell. Und die anderen, der ist zu dunkel. Und die anderen zwei werde ich behalten. Relativ neu bei mir eingezogen von KVD Beauty sind die Lightweight Full Coverage Concealer. Und ich glaube, den habe ich noch gar nicht getestet oder vielleicht nur einmal oder erinnere ich mich nicht dran. Deswegen würde ich den auf jeden Fall noch behalten. Ist ja schon ein bisschen voll hier drüben. Ich habe hier zwei Concealer von Make-Up Mecca. Der Brightening Hydration Concealer sieht eigentlich interessant aus, aber es ist zu dunkel. Ich glaube, die sind beide zu dunkel. Die sehen eigentlich jetzt richtig aus, aber das ist Medium. Der hier könnte passen, der hier nicht. Das heißt, den gebe ich weg. Den probieren wir mal aus. Erinnert mich dran. Dann habe ich hier einen Sephora Concealer, der auf jeden Fall zu hell ist. Dann einen ganz alten Manhattan Wake Me Up Concealer. Das war auch lange Zeit mein Lieblingsconcealer, aber viel zu alt. Und den She Glam Concealer in Fair. Der ist auch viel zu hell und irgendwie aus Gefühl her würde ich den jetzt wegschmeißen, obwohl die She Glam Foundation eigentlich auch noch in Ordnung ist. Meine Kamera hat gerade aufgehört zu filmen. Ich weiß nicht wann, aber ich bin jetzt hier gerade beim NYX HD Concealer. Ich habe jetzt schon einen anderen NYX Concealer da reingeschmissen. Das ist der HD Concealer. Der ist noch komplett neu, aber ich benutze ihn irgendwie nicht. Das heißt, ich glaube, das ist ganz gut, deswegen freut euch bestimmt. Wir sind hier auch gleich durch. Ich habe hier Make-Up Mecca Hydra Shape Concealer. Das sieht viel zu dunkel aus und viel zu warm. Das heißt, den packe ich auch da rein. One Size Concealer. Passt die Farbe? Die war nämlich, glaube ich, ein bisschen gelb. Ja, die ist leider ein bisschen zu gelb für mich, weil der Concealer ist wirklich, wirklich gut. Das heißt, den gebe ich auch weg. Der ist auch noch nicht so alt. Meine Zoeva Concealer muss ich, glaube ich, auch leider wegschmeißen. Zu alt. Genau wie die beiden hier. Das ist einmal der ColourPop No Filter Concealer. Sehr, sehr guter Concealer. Und der Estee Lauder Double Wear Concealer. Auch ein sehr guter Concealer, aber beide definitiv alt und fast leer. Ich habe hier so einen richtig coolen Concealer von Nabla. Und eigentlich mag ich sowas ja nicht so mit einem Schwämmchen, aber ich mag den Concealer sehr gerne. Das ist der Regeneration Uplifting Creamy Concealer. Den werde ich jetzt mal behalten. Und dann haben wir hier noch zwei. Einmal Essence Camouflage. Den mag ich auch sehr gerne. Und den Pretty Vulgar Concealer, was mein absoluter Lieblingsconcealer ist für den Alltag, weil der super leicht ist und die Deckkraft ist jetzt nicht super hoch, was ich persönlich dann gut finde für den Alltag. Deswegen werde ich den auf jeden Fall auch behalten. Ich würde sagen, da ist aber auch mehr als die Hälfte weg, oder? Das heißt, das machen wir jetzt mal kurz zu und gehen weiter zur nächsten Kategorie. Was ist die nächste Kategorie? Puder? Vielleicht? Schön in der Prada-Box. Sehr gut. Willkommen in meiner Puderkiste. Okay, Leute. Kylie Soft Pink. Habe ich irgendwie nie benutzt, aber eigentlich muss es richtig geil sein. Warum habe ich das nicht benutzt? Ich werde es auf jeden Fall behalten. Ich glaube jetzt gerade, weil ich auch viel Blush und so in dem Bereich mache, wird das richtig cool sein, wenn ich das mal wieder auskram. Dann hier das Rare Beauty Loose Powder. Das werde ich auch behalten. Ich glaube, hier wird es nicht so spannend. Tamtam Beauty Banana Setting Powder. Ich benutze keinen Banana Puder. Powder. Deswegen gebe ich das schon mal weg. Dann habe ich hier ein Elf Powder. Das habe ich eigentlich auch nie benutzt, deswegen gebe ich es auch weg. Fana Beauty Luxury Powder. Ich erinnere mich nicht mal daran. Das heißt, das gebe ich auch weg. Das ist komplett neu eigentlich. Oh, es sieht nicht mehr so aus, weil der Dings hier reingefallen ist. Aber das ist von KVD Beauty. Das ist einfach viel, viel zu dunkel für mich. Das heißt, das kommt auch weg. Weißes Loose Fixing Powder. Nee. Nee.
Das Einzige, was ich wahrscheinlich behalten werde, ist das RCMA Powder, weil gerade für Spooktober so brauche ich halt so ein weißes, loses Puder. Ich glaube, ich werde das hier behalten. Ich hasse weißes, loses Puder. Fenty Beauty ist nicht richtig zu, auf jeden Fall. Das ist so ein lilanes Puder, ist eigentlich auch ganz geil. Das werde ich auch behalten. Das Zoeva Finishing Powder ist eigentlich, oh Gott, alles ist verpudrig. Ich muss alles putzen, bevor ich es euch schenke. Egal. Das ist eigentlich auch nice, aber ich greife dazu deutlich, deutlich weniger als zu vielen anderen. Deswegen kommt das jetzt weg. Dann haben wir das Douglas Skin Augmenting Hydra Powder. Das hat leider den Effekt verloren. Das ist nämlich so eins, was so ein bisschen kalt ist und dann so nass sich anfühlt. Super cool, aber es ist wahrscheinlich einfach schon zu lange offen. Deswegen macht es leider nicht mehr. Vorhin habe ich den Deckel von dem hier gefunden. Wo ist das denn? Das Ding ist, man kann mit Puder so wenig falsch machen, dass ich halt viele nicht weggeben will. Das One Size Puder ist super, super gut. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Laura Mercier Translucent Setting Powder. Eigentlich benutze ich das ganz gerne, aber ich habe schon echt lang nicht mehr benutzt. Genau wie das Anastasia Setting Powder. Ich glaube, ich gebe die beide weg. Das sind eigentlich sehr, sehr gute Puder, aber ich benutze sie irgendwie nicht mehr. Weg damit. Dann habe ich hier relativ neu von Charlotte Tilbury das Magic Powder. Das würde ich auf jeden Fall noch behalten. Das habe ich noch nicht oft ausprobiert. Revolution Light Lavender. Ah, das ist ein bisschen so wie... Uff. Bisschen wie... Ah! Mein Setting Puder hat gerade die Kamera ausgemacht. Es ist, glaube ich, nicht so fotogen. Das kommt überall aus jeder Ecke raus. Rum. Das ist so eine Sauerei. Ich will es euch gar nicht erst antun. Ich schmeiß das weg. Leute, was ist das denn? Überall ist Puder gerade. Wir bleiben ruhig. Ich habe hier so ein bisschen MAC Prep and Prime. Das hier ist schon sehr, sehr alt. Das ist zwar Puder, aber das ist wirklich sehr alt. Das schmeiße ich weg. MAC Prep and Prime ist ein gutes Puder. Ich mag einfach keine weißen Puder. Deswegen gebe ich das weg. She Glam Puder dazu. Da kann ich gar nichts sagen. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann habe ich hier nochmal so ein weißes von Kiss. Ich glaube, das ist auch noch nicht so lang offen. Das heißt, kann auch mal da rein. Ich habe hier von Kiss mehrere Powder Foundations, aber die sind jetzt schon so lang zu und ich benutze sie einfach nicht. Das heißt, die kommen auch weg. Von Rival Loves Me und Maxime das Baking Powder. Das habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Warum denn nicht? Das ist eigentlich ganz nice. Es ist ein bisschen gelblich. Banana Powder benutze ich halt relativ selten, wie gesagt. Aber irgendwie gefällt mir die Verpackung sehr gut. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit doch ein bisschen höher, dass ich es vielleicht mal benutze. Deswegen behalte ich es doch mal. Makeup Mecca Glow Powder Foundation. Das klingt für mich eigentlich wie ein Highlighter. Soll ich es mal ausprobieren? Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Vielleicht behalte ich es mal. Dann habe ich hier ein Puder von Juvia's Place. Ist eigentlich auch sehr gut, aber ich greife dazu irgendwie nicht. Das heißt, das kommt auch in die Kiste. Genau wie das Manhattan Soft Matte Loose Powder. Eigentlich liebe ich das, aber ich benutze es einfach nicht. Deswegen kommt es weg. Das hier ist mein ältestes Make-up-Ding, was ich habe. Das Chanel Puder. Poudre Universelle Libre. Ich muss es wegschmeißen. Es ist echt eher so, dass es Sentimental Value hat, weil das war mein erstes Puder eigentlich. Ich glaube, ich habe es mal nachgekauft. Das ist nicht wirklich das allererste, was ich jemals gekauft habe. Aber das muss leider weggeschmissen werden. Oh. Das tat ein bisschen weh, ganz persönlich. Ich habe hier eine süße kleine Mini-Größe vom Flower Powder von Beauty Bakery. Vielleicht packe ich mir das mal in so eine Reisetasche oder so, weil das ist eigentlich richtig cool für unterwegs, wenn man wirklich mal ein loses Puder mitnehmen will, aber eben nicht so viel. Das ist auch eins meiner lieblingslosen Puder, deswegen werde ich es auf jeden Fall behalten. War auch in meiner Mystery Box nämlich drin von Purish und das habe ich richtig gefeiert. Ich habe es richtig geliebt. Ich habe hier noch so ein Baby von Laura Mercier, aber das ist so gut wie ganz leer. Das heißt, das schmeiße ich weg. Too Faced Born This Way. Das habe ich mal Laura gegeben, glaube ich. Und dann ist es irgendwie wieder bei mir gelandet. Ich weiß nicht warum und wie, aber ich lege es mal zur Seite. Vielleicht will sie es ja wieder haben. Boah, eigentlich ein richtig geiles Puder von Kevin O'Quinn. Ich benutze es. Ich habe so viel Puder. Ich brauche es nicht. Komm, weg damit. Und hier nochmal ein bisschen weiß. Das MAC Prep and Prime ist sehr alt. Deswegen schmeiße ich das weg. Das andere war nicht so alt. Das hier ist, glaube ich, nicht so alt. Das heißt, das gebe ich weg. Das SFX Set Puder von NYX. Vielleicht behalte ich das mal als Drogerie-Alternative. Oder einfach zu findende Alternative vielleicht, falls ich mal Tutorials mache. Dann habe ich hier eine Benefit Powder Foundation. Ich glaube, die würde ich behalten. Ich habe gar nicht mehr so viele nicht lose Puder. Das ist eigentlich die Mehrzahl von Puder. Puders. Puders. Das behalte ich. Noch so eine Foundation, die ich nicht benutzt habe. Oh, eine Wimper. Das ist übrigens normal. Man findet überall Wimpern.
und Überreste von Wimpern. Urban Decay, eins meiner absoluten Lieblings-Powder-Foundations. Wurde, glaube ich, aus dem Sortiment genommen. Ich glaube, Julia hatte mir damals noch eins besorgt irgendwo und mir das geschenkt. Das heißt, das geht gar nirgendwo hin. Das bleibt bei mir bis zum allerletzten Krümel. Essence All But Matte Fixing Powder. Das würde ich nur behalten, weil es weiß ist und eben gepresst, falls ich was brauche für Spooktober, aber ich hasse es. Ich mag es nicht. Was ich dafür sehr liebe, ist das Mattifying Powder von Essence. Ich finde tatsächlich, Essence und Catrice haben die allerbesten Puder in der Drogerie zum Nachpudern. Also die sind überhaupt nicht schwer, die caken nicht so, sondern machen so einen ganz soften Retouch einfach, aber man ist nicht super abgepudert, sondern es sieht sehr natürlich aus. Ich liebe die. Ich habe die immer in meiner Handtasche dabei. Deswegen werde ich das auf gar keinen Fall weggeben. Das Skin Lovin' Sensitive Mineral Powder von Essence habe ich aber schon wirklich sehr lange. Ich glaube, das schmeiße ich jetzt einfach mal weg. Dann habe ich hier noch eine Puder Foundation von KVD Beauty. Die ist gut, die ist wirklich sehr gut. Die behalte ich. Oh, das ist auch ein gutes Puder. NYX Can't Stop, Won't Stop. Habe ich auch schon öfter benutzt. Das ist aber eher ein bisschen schwerer als zum Beispiel das von Catrice. Das ist also eher so ein Powder Foundation Ding schon fast für mich. Aber es ist gutes Puder, das behalte ich auf jeden Fall. So pretty. Habe ich das getestet? Das ist ein Blush. Wow, es ist so schön. Blush. Blush, Blush, Blush. Nico, da neben dir ist der Deckel. You set me up. Dann habe ich hier nochmal so eine Puder Foundation von The Body Shop. Die mag ich auch sehr gerne. Die werde ich auch behalten. Puder kann man nie genug haben. Ich habe gerade den Deckel entdeckt von dem hier. Das ist das Tumtum Beauty Loose Powder. Mag ich eigentlich ganz gerne. Habe ich jetzt eigentlich schon zu viel Loose Powder? Es ist noch überschaubar. Ich werde es behalten. Und das hier werde ich auf jeden Fall auch behalten. Das ist von Florasis, wie auch immer es ist. Das ist einfach auch so. Eigentlich ein weißes Puder, aber die Verpackung, Entschuldigung, wie soll ich das denn wegwerfen? Entschuldigung, also das kann ich doch nicht wegwerfen. Können wir drüber sprechen? Es ist ein bisschen dreckig jetzt, weil meine Hände sind voller Puder, aber das ist wunderschön. Das werde ich auf gar keinen Fall weggeben. Okay, Leute, die Kiste war vorhin voll. Das ist wirklich überschaubar wieder. Ich bin glücklich. Was ich hier noch habe, sind so Matte Control, Oil Control Papers von Essence. Die werde ich auf jeden Fall auch behalten. Kann ich gebrauchen bei meiner Haut. Und dann haben wir Puder auch schon abgeschlossen, Leute. Schon vor allen Dingen. Leute, ich glaube, das reicht erstmal für Teil 1. Sonst seid ihr komplett ausgebrannt, bis wir hier durch sind. Aber ich verspreche euch, der zweite Teil wird bald kommen. Oder ist vielleicht auch schon online, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, dass das Gewinnspiel läuft. Alle weiteren Infos sind in der Infobox. Und dann gehe ich mal was trinken. Eine Runde abpudern mit meinem aussortierten Puder. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!